Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Black Mirror. Im letzten Part haben wir hier die Kirche von Wormhill betreten, sage ich jetzt mal, und den Friedhof hier betreten. Und ja, wir haben den vierten Schlüssel erhalten, den von Lothar Gordon. Ja, und jetzt haben wir hier den Totengräber Boris eingesperrt, damit wir jetzt das Grab von William anschauen können, denn es fehlt nur noch ein einziger Schlüssel. Der fünfte und letzte Schlüssel ist der von William. So, und jetzt will ich mir dieses Grab tatsächlich mal ein bisschen genauer anschauen. Verzeih mir, William. Ich musste es tun. Der fünfte und letzte Schlüssel. Der fünfte und letzte Schlüssel. Wer, das sagt der gleiche. Das sagt das gleiche wie ich. Und somit haben wir fünf Schlüssel. Okay. Williams Schlüssel. Er ist der Letzte. Was ich getan habe, um ihn zu bekommen, werde ich mir nie verzeihen. Okay. Okay, gibt's hier noch irgendwas im Grab von William? Nein. Dann lassen wir ihn mal weiter ruhen. Am liebsten würde ich ja gerade hier das nochmal zuschütten, aber kann ich nicht. Okay. Anscheinend war meine Theorie falsch. Ich dachte nämlich, dass es noch ein Kapitel gibt. Sag ich jetzt mal, dass das jetzt alles so abgeschlossen wird und es dann irgendwie noch ein Kapitel gibt. Aber dem ist anscheinend gar nicht mal so. Wenn ich jetzt schon den letzten Schlüssel habe. Jetzt ist allerdings die Frage, was mache ich mit diesen fünf Schlüsseln? Das ist jetzt nämlich schwieriger. Was mache ich mit den fünf heiligen Schlüsseln? Das ganze Spiel über habe ich sie jetzt gesammelt. Ja. Und jetzt habe ich sie. Und jetzt? Bates ist da immer noch. Und ich kann wahrscheinlich immer noch nicht in den Keller. Wenn ich überhaupt nochmal runter kann. Brauchen Sie etwas, Sir? Nein, eigentlich nicht. Ich komme nur gerade zufällig vorbei. Was mache ich jetzt mit diesen Schlüsseln? Vielleicht kann mir Victoria nochmal irgendwas sagen. Man weiß ja nicht. Ich rede später. Gut, ich kann nichts mehr mit Victoria reden. Vielleicht irgendwie im alten Flügel nochmal? Nee. Hier kann ich gar nichts machen. Okay. Und jetzt hab ich alle fünf Schlüssel. Mit dem Schmuckkasten kann ich sie nicht kombinieren. Untereinander kann ich sie auch nicht kopieren. Kann ich sie auch nicht machen. Er ist bestimmt sehr alt. In den Ring sind alte Runen und lateinische Wörter eingraviert. Er ist bestimmt sehr. Ja, und mit dem Ring kann ich dann was machen? Tja.
Oh! Was ist denn das für ein Wagen? Was ist denn das für ein Wagen? Unsere Kutsche. Jemand muss damit zur Kirche gefahren sein. Victoria? Ich werfe besser einen Blick in die Kirche. Das war Bates. Was macht er denn hier? Warum ist er so schnell in den Beichtstuhl verschwunden? Ich muss es irgendwie herausfinden. Bates? Jemand kommt. Wahrscheinlich Pater Frederick. Ich habe vor wenigen Minuten Schritte gehört. Ist jemand vor Ihnen hereingekommen? Ich habe niemanden gesehen. Sie müssen mich gehört haben. Vielleicht haben Sie recht. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, Pater. Danke. In dem Fall werde ich jetzt gehen. Bates? Versuch ihm mal seine Beichte abzunehmen. Pater, mich belastet ein furchtbares Geheimnis. Ich weiß, wer dieses Böse verursacht hat. Ich weiß, wer diese Menschen umgebracht hat. Ich kann es nicht länger ertragen, dieses Geheimnis für mich zu behalten. Darum muss ich es beichten. Ich habe gesehen, wie er sich durch die finstere Nacht schlich. Seine Hände waren blutbefleckt. Ein furchtbarer Anblick. Ich versteckte mich schnell, damit er mich nicht sehen konnte. Als ich sein Gesicht sah, ließ mich der Anblick vor Angst erschauern. Diese Augen sehe ich immer noch vor mir. Ich habe so lange geschwiegen. Ich konnte es niemandem sagen. Man hätte mir sowieso nicht geglaubt. Ich selbst hätte es nicht geglaubt, wenn ich sein Gesicht nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ich habe Angst, seinen Namen auszusprechen, Pater. Sprich weiter, mein Sohn. Ich weiß, dass der Teufel viele Gesichter hat. In dieser Nacht habe ich eines davon gesehen. Es war das Gesicht des Schlossherrn von Blackmirror, vom jüngsten Mitglied der Familie, Samuel Gordon. Hä? Das Was? Müssen die Haare des Mörders sein. Der Mörder hat also schwarze Haare. Zurückkehren. Wenn deine Tage beendet sind, wird mich niemand mehr aufhalten. Möge Gott ihm seine Sünden vergeben. Bitte was? Was? Vergib mir meine Sünden, Herr, und gib mir die Kraft, weiterzumachen. Gib mir die Kraft, gegen das Böse zu bestehen und den Fluch zu beseitigen, der schon so lange auf meiner Familie lastet. Gib mir die Kraft, Herr. Amen. Es gibt nur einen Weg vom Allerheiligsten der Kirche aus. Ich muss in die Tiefen der Katakomben hinabsteigen und die Quelle des Bösen zerstören, das von meiner Seele Besitz ergriffen hat. Alter!
Okay, das ergibt jetzt sogar Sinn, muss ich sagen. Soll heißen, das bezieht sich gerade alles auf diesen alten Fluch, der auf den Gordons lastet sozusagen. Und ich kann hier wieder hin, das ist schön. Okay. Auch wenn es Sinn macht, damit habe ich nicht gerechnet. Ich will hier aber trotzdem mal speichern. Mir fällt da jetzt ehrlich gesagt nicht mal irgendwas ein. Okay. Mehrere seltsame Symbole in einem Kreis. Das unterirdische System diente in der Vergangenheit mit Sicherheit nicht nur dazu, das Wasser zu verteilen. Ja, ein Pentagramm und... Kann ich irgendwas mit dem Pentagramm machen? Kann da der Ring rein? Tatsächlich! Die Zeichen! Diese Symbole, sie führen hierher. Okay. Ich glaube, ich kapiere schon. Williams Tagebuch. So, geht ganz zum Schluss. Ich muss es wahrscheinlich in der richtigen Reihenfolge drücken. So, das erste war, sieht aus wie ein N. Das da. Okay. Das zweite ist ein Wichsfleck. Da ist er. Das dritte ist ein Türgriff, der nach unten hängt. Ein schlaffer Penis. Da ist er. Das vierte ist der schlaffe Penis, der in die andere Richtung hängt. Das fünfte ist eine Kackwurst. Das da. Und das war's. Hä? Und jetzt? Hä? Hey, ich hab die Kugel wieder. Und ich hab meine Taschenlampe wieder verloren. Gehen wir da in die dunkle Ecke. Da ist es stockfinster. Feuerzeug. Gut, hat sich erledigt. Okay. Nochmal. Das N und der Wichsfleck. N. Wichsfleck. Dann der Linksbogen und der Rechtsbogen. Der Linksbogen. Der Rechtsbogen. Und zu guter Letzt. Hier das Symbol da. Das da. Ah. Jetzt hat. Weil ich mich vorher wahrscheinlich vertippt hatte. Das sind bestimmt die Katakomben, die in Markes Chronik erwähnt werden. Ich fühle mich elend. Ja, kein Wunder. Okay. Der Countdown läuft, sage ich jetzt mal. Es scheint hier gerade der große Showdown. Sieht wenigstens sehr stark danach aus.
Alter. Ich weiß nicht, was diese Schrift bedeutet. Vielleicht eine Warnung vor dem Betreten. Müsstest du eigentlich lesen können, das ist hurensohnisch. Ja, toll. Nach vorne, nach rechts, nach links. Das ist ein Irrgarten. Das ist ein motherfucking Irrgarten. Oder? Okay. Gehen wir mal einfach vorwärts. Ich kann hier nichts anschauen. Fässer. Wahrscheinlich würden sie bei der leichtesten Berührung zerfallen. Das Teil hier kann ich nicht anschauen, okay. Gehen wir nochmal vor. Ich will mich jetzt ganz genau umschauen. Alter, ist hier eine Stimmung. Leck mich am Arsch. Eine in Stein gemeißelte Bestie. Dann gehen wir rechts. Da ist eine Öffnung, die kann ich sogar anschauen. Schön. Eine große Kerze. Kann ich die anzünden? Ja. Okay. Keine Ahnung, ob es was gebracht hat, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Ich werfe einen Blick hinein. Da ist man übervorsichtig. Wirklich übervorsichtig und speichert schon fast bei jedem Schritt. Und dann fällt man auf sowas rein. Das war doch... Ah! Das ist doch Regel Nummer 1 bei einem Glory Hole. Niemals reinschauen. Du willst nicht wissen, was dich da erwartet. Ich weiß nicht. Sehr geil. Okay, rechts. Ja, geh rechts. Passt schon. Okay. Wurzeln. Die Bäume sind mit ihren Wurzeln sogar bis hier eingedrungen. Okay. Kann ich nochmal rechts? Nein, aber ich kann vorwärts. Das muss ein harter Kampf gewesen sein. Leichen sind über den ganzen Gang verteilt. Oha. Die Knochen müssen Jahrhunderte alt sein. Nimm mal das Schwert. Nimm's mit, nimm's mit. Danke. Das hilft. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt mal vorwärts. Ich will das Schwert mal kurz auch untersuchen. Ah, jetzt bin ich hier wieder. Ein schweres, geschmiedetes Schwert. Alles klar. Anzünden. Ich weiß nicht, was es bringt, aber irgendwas wird es mir schon bringen. Schwert? Kannst du das da reinschieben? Nein. Die Öffnung will ich mir nicht anschauen. Rechtsklick nur. Gut, macht da nichts. Den Kopf nochmal anschauen? Eine in Stein gemeißelte Bestie. Okay. Ja, geh links, passt schon. Aha, ich kann dann nochmal links. Geh erstmal zurück. Ziegelstein, Helm, Fahne. Ich habe keine Ahnung, wem das gehört haben könnte. Kann ich die Fahne irgendwie anzünden, dass die... Mein Feuerzeug ist weg.
Das stammt vermutlich aus der Zeit der Belagerungen. Aber wer weiß? Interessant. Geh da weg, geh da weg! Ich habe etwas in der Ferne gehört. Ui, ich hab schon gemeint, da kommt jetzt was raus. Da geht's nicht weiter. Ich will jetzt mal kurz einen Zwischenspeicher machen. Spiel speichern. Zwischenspeicher 1. Jetzt müssen wir hier mal anders vorgehen. Ich ziehe das Spiel jetzt übrigens in diesem Part noch durch, falls ihr euch jetzt irgendwie fragt. Der Weg ist blockiert. Weil das definitiv hier gerade der Schluss ist. Deswegen ziehe ich es jetzt in diesem Part noch durch. So, zieh mal den Helm auf. Geht das? Nein. Nein. Stirbst du, wenn du da reinschaust? Eine kleine Öffnung in der Wand. Und... oh. Doch nicht. Hätt's gedacht, dass du stirbst. Er passt perfekt in die Hand. Okay. Kann ich den irgendwie kombinieren? Nein, kann ich nicht. Okay. Da geht's nicht weiter. Gut zu wissen. Dann will ich jetzt... Hallo, hier war ich noch nicht. Halt, halt, halt. Da war wieder eine Öffnung. Da passt der Talisman rein, das sehe ich schon. So, kurzer Zwischenspeicher. Spiel speichern. Eigentlich reicht es ja, wenn ich es Zwischenspeicher nenne. So, guck da mal rein. Ich werfe einen Blick hinein. Okay, du stirbst. Okay. Okay. Kann ich das irgendwie mit Helm anschauen? Nein. Dann gibt's ja nichts mehr zu tun eigentlich. Dann will ich jetzt da den Talisman da einsetzen. Okay. Was ist das? Irgendein Ständer. Das muss die Karte des Labyrinths sein. Da bin ich jetzt gerade. Da fehlt etwas. Ein Helm? Nein. Ein Schwert? Nein. So. Warte mal, nochmal die Karte. Das bedeutet, dieser Kopf hier muss weg. Aha. 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 Da. Ja, jetzt bräuchte ich aber am besten irgendwie einen Stift oder sowas, um mir das aufzuschreiben. Ja, muss ich mir jetzt einfach merken. So. Spiel speichern. Zwischenspeicher.
Aber da sterbe ich ja jetzt wieder, oder? Ich werfe einen Blick hinein. Ja, tue ich. Dann würde ich mal sagen, kleinen Moment kurz, Leute. Ich hol mir mal kurz ein Blatt Papier und einen Stift. So. Es ist doch ein Vorteil, sage ich jetzt mal, wenn die Wohnung aufgeräumt ist und man auf einmal alles findet. Ich habe die letzten Tage meine Wohnung komplett überarbeitet, sage ich schon beinahe mal, und auf Vordermann gebracht. Gestern und heute. Und war da ziemlich fleißig, muss ich jetzt mal sagen. Und ja, wo ich das jetzt eben gemacht habe, habe ich mir gedacht, ich kann mich jetzt selbst belohnen, indem ich Black Mirror spiele. Und ich belohne mich mehr, als ich eigentlich dachte, indem ich das ganze Spiel jetzt einfach mal durchspiele. So. Mach das mal nochmal. Ich will mir das aufzeichnen. So. Also, ich habe hier... So. So. Zeichnen wir gerade hier die ganze Karte ab, müsst ihr bedenken. So. Dann ist da so ein Viereck. Da ist ein Viereck. Da ist ein Viereck. Da ist ein Viereck. Da ist ein Viereck. Und jetzt fällt mir ein, ich hätte es mit dem Handy einfach abfotografieren können. Fuck! Egal. Jetzt habe ich mir schon die Mühe gemacht. So, da war diese Aussparung. Da habe ich aber was gefunden. Und da soll eine Treppe sein. Es sieht wenigstens nach Treppe aus. So, das hier ist markiert. Das ist markiert. Das ist markiert. Und das ist markiert. Alles klar. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. 1, 2... Drei. Alles klar. Es gibt 4 Ebenen. Das bedeutet einmal bei dieser Wand was. Aber auch, wenn ich jetzt runtergehe. Hier. Ich sehe den Boden nicht. Lass die schwarze Kugel reinfallen. Oder lass den Helm reinfallen. Ich sehe den Boden nicht. Ich sehe den Boden. Und was hat es mir jetzt gebracht? Oh! Das ist auch gemein. Irgendwie eine Art Schalter drin, sage ich jetzt mal. Das ist auch gemein. So, das ist aber dann schon das, was ich jetzt hier wahrscheinlich machen konnte, vermute ich jetzt mal. Was ist das hier eigentlich? Egal. So. So rüber. Nochmal. Hier muss es... Das ist jetzt der Eingang, oder? Den habe ich vergessen einzuzeichnen. Genau. Eingang ist da. Das bedeutet, hier an dieser Wand muss es was geben. Tja.
Wahrscheinlich würden sie bei der leichtesten Berührung... Tja, ich behalte aber immer noch im Auge, wo ich denn gerade bin. Offenbar fehlt etwas. Vielleicht die Kugel. Aha! What the fuck? Alter, ey, das Spiel. Alter. So. Zwischen. Ich kann schon gar nicht mehr schreiben. Ich kann schon gar nicht mehr schreiben. Okay, kurze Orientierung. Hier bin ich jetzt. Das bedeutet... das ist jetzt diese Wand. Das bedeutet, diesen Knopf sollte ich nicht drücken. Sondern... diesen Knopf hier. So, drück den mal. Okay. Geh mal weiter. Na komm. Ach so, halt. Ja. Kurze Gedankenfehler gehabt. Hier ist die Kerze. So, Kerze. Das bedeutet, ich habe jetzt dich aktiviert. Dann gehe ich jetzt zurück und kann. Oh, ich habe dich aktiviert. Ich habe den nur hier noch nicht gesehen. Dich kann ich auch aktivieren. Okay. Dann. Jetzt bin ich hier. Den nicht aktivieren. Eins runter. Eins nach links. Und den hier aktivieren. Und somit hat es auch Sinn gemacht, dass wir hier den Boden geholt haben. Eins runter, jetzt bin ich hier. Eins rüber. Und das müsste der letzte sein. Alter, was ist das jetzt schon wieder? Alter, was geht hier ab? Ist das dieses sogenannte Black Mirror oder was? Oder dieses Tor, von dem er mal geredet hat? Von dem wir mal gelesen haben. Geh da mal rein. Voll das Stargate. Ah, hier bin ich jetzt. Habe ich in der Vision schon mal gesehen. Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Das ist eine gute Frage, mein Freund. Ich speichere lieber nochmal. Man kann, glaube ich, gerade nicht oft genug speichern. Ich speichere aber... Zwischenspeicher beim Altar. Blutopfer. Ich sehe nur eine Schüssel, ein Dolch und ein Blut. Und ein Buch, Entschuldigung. Blutopfer, Fragezeichen. Vorpal. Ein uralter Ritualdolch. An der Klinge klebt getrocknetes Blut. Okay.
Okay. Vorpal, an der Klinge. Williams, was ich getan habe. Jetzt, ich kann hier mit nichts interagieren. Aber ich kann hier mit nichts. Nee, ich kann mit nichts interagieren. Alter, ist das krank hier? Okay. Ich muss irgendwas hier in dem Altar machen. Kann ich, wenn ich hier einen Schritt weggehe? Aha. Habe ich mir gedacht. Alter. Alter, ist das übel. 5 Öffnungen. Rot. Gelb. Blau. Grün. Ich gehe hier gerade nach diesen Lichtern, die hier sind. Weiß. Alter. Zodokare Busadire Imkoraxo Zodere Matorebe Matorebi Vax da Sobra W. Maliore Vax da Sobra Malior im Ibute Amena Vei Busadire Amena Vax Zodokare. Williams Tod war nur der Anfang eines erwachenden Fluches. Ich hätte es spüren sollen. Es gibt keinen Abkommen unseres Blutes, der den Black Mirror durch seine Taten wieder öffnen würde. Er wird für immer geschlossen bleiben. Wie Marcus es gewollt hatte. Niemand wird je wieder in der Lage sein, 5 Seelen zu besitzen. Der Fluch ist gebrochen. Eines bleibt noch zu tun. Es gibt noch einen lebenden Gordon. Dich selbst. Das habe ich mir gedacht. So endet meine Geschichte. Ich habe immer befürchtet, dass mich die Vergangenheit wieder einholen und ihren Schatten über mich werfen könnte. Meine Seele ist verloren, durch Sünden, die sich nicht ungeschehen machen lassen. Das Böse hat viele Gesichter, viele Formen. Ich weiß jetzt, dass die Vergangenheit ein verzerrtes Spiegelbild meiner Seele ist,
Es gibt keinen Richter, der ein Urteil fällen könnte. Es gibt nur mich. Okay, das war das Ende. Uiuiui. Das war allen Anschein nach das Ende. Oha. Eine Wendung, mit der ich nicht wirklich gerechnet habe. Ich habe schon mal gesagt, ich mag sowas Übernatürliches nicht. Was, ja, sowas Übernatürliches, was in meinen Augen einfach nur unlogisch ist und bla bla bla. Und ich an sowas nicht glaube. Und außerdem wird es nie gut umgesetzt. In dem Spiel allerdings wurde es sogar relativ gut umgesetzt, muss ich sagen. Das wurde sehr gut umgesetzt, auch plausibel umgesetzt. Und der letzte verbliebene Gordon Samuel musste sich somit selbst auch noch richten. Wenn es tatsächlich keinen Gordon mehr gibt, oder besser gesagt keine Nachfahren mehr geben kann, denn so gesehen existiert Victoria noch. Auch wenn Victoria eigentlich in die Familie reingeheiratet hat, wenn die das jetzt so sehen wollen soll. Heißen, sie ist keine gebürtige Gordon, wenn man das jetzt so sehen will. Dann gäbe es nämlich tatsächlich nur noch Samuel. Ja. Trotz allem sage ich jetzt mal, es war zwar logisch, aber trotz allem habe ich nicht wirklich damit gerechnet. Vor allem nicht, dass Samuel selbst die Morde begangen hat. Das bedeutet, alles, was wir gesehen haben, diese ganzen Visionen, die ich gesehen habe, waren keine Visionen. Das waren Albträume von dem, was Samuel selbst getan hat. Wow. Albträume von dem, was Samuel selbst Schreckliches getan hat, an das er sich nicht erinnern kann und was ihn dann in seinen Träumen immer heimgesucht hat. Ja, das Ende war, es war spannend. Es war auch gut. Es war sehr, sehr gut umgesetzt. Aber viel zu abrupt. Und vor allem der Schluss. Er stürzt sich runter und dann flupp, weg. Weg. Einfach flupp, weg. Spiel aus. Kein Credit. Kein Abspann. Keine trauernde Victoria. Kein trauernder Bates. Kein gar nichts. Finde ich ein bisschen schade, das Ende, so gesehen. Es war zwar spannend, aber trotzdem, ich finde es sehr, sehr schade, dass dieses Ende so abrupt war, denn das hat dieses Spiel nicht verdient. Das hat dieses Spiel nicht verdient. Black Mirror, ich zähle jetzt absichtlich, also besser gesagt, ich lasse jetzt absichtlich diese beiden katastrophalen Rätsel vorne weg. Ich lasse sie jetzt absichtlich raus aus meiner Bewertung. Die haben niemals stattgefunden. Denn ich will sie in meine Meinung über das Spiel, in meine Bewertung über das Spiel nicht mit einfließen lassen. Diese beiden Rätsel, das Planetenrätsel und das Sternzeichenrätsel, haben niemals stattgefunden. Black Mirror, was soll man sagen? Mit Abstand eines der besten Spiele, die ich in meinem ganzen Leben jemals gespielt habe. Muss ich mal so wirklich sagen. Teilweise laggt es brutal. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meinem PC liegt.
Was ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen konnte, weil der doch relativ gut ist. Außerdem ist das Spiel uralt. Ich glaube mal eher, dass das Spiel selbst überfordert ist. Durch ein paar Effekte. Zum Beispiel der Regen hat das Spiel ein bisschen zerfickt. Ich glaube, daran kann es liegen. Daran liegt es. Deswegen laggt es teilweise unglaublich. Und das Spiel läuft teilweise unglaublich langsam. Aber das ist tatsächlich kein Genickbruch oder sowas. Denn es ändert nichts an der Tatsache, dass dieses Spiel unglaublich gut ist. Und mit Abstand eins der besten Spiele, ich wiederhole es gerne nochmal, mit Abstand eins der besten Spiele ist, die ich jemals in meinem ganzen Leben gespielt habe. Es hat Spaß gemacht. Es war spannend. Das Spiel liebt es, einen zu trollen. Es liebt es, einen zu ficken. Das tut es für sein Leben gerne. Vor allem liebt es das Spiel, dass man seine... Das Spiel liebt es, die eigenen Theorien mit Füßen zu treten und dann noch drauf zu spucken. Robert war für mich immer der Böse. So gesehen war er ja auch böse. Ich fand es aber schade, muss ich sagen, dass nicht weiter auf Robert eingegangen wurde, denn... Das hatte ziemlich viel Potenzial, wie ich finde, dass man da nochmal genauer drauf eingeht. Was genau wollte Robert? Was genau wollte er erreichen? Dadurch, dass er seine Patienten in dem Sinn eigentlich so gequält hat. Da ist mir viel zu wenig drauf eingegangen, meiner Meinung nach. Für meinen Geschmack ist da viel zu wenig drauf eingegangen. Da konnte man viel mehr drauf eingehen. Und vor allem, warum hatte Robert jetzt den Brief? Warum hatte Robert den Brief an Samuel? Ich verstehe es nicht. Samuel war der Mörder. Samuel hat alle umgebracht. Samuel war also nicht einer von den Guten. In dem Sinne, eigentlich. Eigentlich war er gut und böse. Er hat alle umgebracht und gleichzeitig hat er den Fluch gebrochen. Aber warum hatte Robert den Brief? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich kann mir keinen Reim drauf machen. Viele Rätsel, die das Spiel einem währenddessen entgegenklatscht, wo man viel rätseln kann, sind ungelöst geblieben. Viele, viele Rätsel. Das Spiel ist in meinen Augen, um es so zu sagen, viel zu kurz. Das Spiel hat viel mehr Potenzial, als es eigentlich schon genutzt hat. Das Spiel ist großartig, phänomenal. Ich wiederhole mich gerne nochmal. Ich kann es auch 10.000 Mal noch sagen. Eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Dennoch, das Spiel hat seine ganzen Möglichkeiten, die es hat, nicht genutzt. Das hat viel, viel mehr Möglichkeiten gehabt, als es eigentlich genutzt hat. Einfach nur mal ein paar aufzuzählen, sage ich jetzt mal. Nur mal ein paar aufzuzählen. Man könnte noch ein bisschen weiter auf Bates eingehen, sage ich jetzt mal, wie er einen eben da gesehen hat. Wo hatte sich Bates versteckt? Wie hat er das alles gesehen? Darauf könnte man ein bisschen genauer eingehen. Roberts Tod, Roberts Verschwinden. Darauf könnte man ein bisschen genauer eingehen. Warum genau hat er Robert umgebracht? Hat er Robert umgebracht? Ja, 5 Seelen. Ah, Robert war in Gordon. Okay, vielleicht könnte man sich das so zusammenreimen. Vielleicht hat er ihn deswegen umgebracht. Okay, will man jetzt mal so stehen lassen. Deswegen hat auch James den Namen Samuel an die Wand geschrieben. Okay. Ich sag ja nichts. Man könnte aber noch viel mehr, auf James eingehen können. Nur mal so nebenbei. Man hätte viel mehr auf die Zusammenarbeit zwischen Robert und Herman eingehen können. Viel mehr. Das war mir auch viel zu oberflächlich. Und vor allem eben, wie gesagt, das alles mit Robert, das war für mich viel zu oberflächlich. Viel, viel, viel zu oberflächlich. Da hätte man viel weiter drauf eingehen können. Auf jeden Fall, ja, man hätte noch ein bisschen auf Victoria eingehen können. Und vielleicht noch ein zusätzliches Kapitel einbauen können, wo sie dann eben erfährt irgendwie, dass Robert tot ist.
Sowas hätte man vielleicht nur mit einbauen können. Vielleicht hätte man noch irgendwas mit einbauen können, dass Bates noch mehr rausgefunden hat. Ich weiß ja nicht, was er alles beobachtet hat. Hat er nur gesehen, wie ich William umgebracht hat oder wie Samuel William umgebracht hat? Oder hat er mehr gesehen? Wie hat Samuel William überhaupt umgebracht? Wie hat er das gemacht? Darauf könnte man auch mal genauer eingehen. Wie hat Samuel William umgebracht? Ja. Deswegen aber auch dieser Blick in den Augen von Herman, sage ich jetzt mal, weil er nicht damit gerechnet hat, dass Samuel ihn umgebracht hat. Man muss aber auch dazu sagen, man kommt das ganze Spiel über nicht auch nur ansatzweise auf die Idee, dass Samuel der Mörder sein könnte. Nicht auch nur ansatzweise. Auch wenn er schwarze Haare hatte. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wer noch schwarze Haare hat. Ich bin nicht auf Samuel gekommen. Wirklich in dem Sinne großartiges Spiel. Tolle Story, gefällt mir, aber wie gesagt, es wurde für meinen Geschmack viel zu wenig drauf eingegangen. Das Spiel hat viel mehr Potenzial, als es eigentlich genutzt hat. Was sich bieten würde, wäre entweder ein Remake von dem Spiel, eine Neuauflage, wo man einmal dieses Laggen ein bisschen eliminiert. Wo man die beiden nicht stattgefundenen Rätsel kurzerhand eliminiert. Und wo man die Story ein bisschen noch ausbaut. Ich weiß, dass es von Black Mirror mehrere Teile gibt. Dass es einen zweiten und ich glaube sogar auch einen dritten Teil gibt. Das weiß ich. Ich weiß aber nicht, ob die Teile untereinander zusammengehören oder ob das eigene Geschichten sind. Das weiß ich nicht. Ja, da könnte ich mich aber mal informieren. Vielleicht sind es untereinander zusammengehörende Geschichten. Das wäre auf jeden Fall sehr geil, wenn man dann die Geschichte hier von dem ersten Teil weitergeführt hätte. Ja, um jetzt mal kurz ein abschließendes Fazit abzugeben. Mit Abstand eins der besten Spiele, die ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Es hat riesen Spaß gemacht. Es war spannend. Es war phänomenal, es war großartig. In diesem Sinne ein riesengroßes, fettes Dankeschön an alle, die zugeschaut haben natürlich. Und ein unglaublich riesengroßes, fettes Dankeschön an Caillou. Ja. Caillou-Line, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du mir dieses Spiel hier näher gebracht hast. Sie hat ja gesagt, dass das eins ihrer Lieblingsspiele ist. Und ich habe es mir kurzerhand gekauft, um es für sie zu let's playen. Sie hat nicht mal gesagt, dass sie das let's playen soll. Ich habe es mir kurzerhand gekauft, um es für sie zu let's playen. Sie hat mich aber auf dieses Spiel aufmerksam gemacht. In diesem Sinne wirklich, Caillou, vielen herzlichen Dank, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ein, ja, großartiges Spiel. Ich kann es verstehen, dass es dir so Spaß macht und ja, ich hoffe mal, dass euch das Zuschauen auch nur halb so viel Spaß gemacht hat, wie mir das Spielen, denn dann weiß ich, dass ich definitiv alles richtig gemacht habe. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen, außer großartiges Spiel. Also gut, Leute, das war dann mal Let's Play Black Mirror. Der dunkle Spiegel der Seele. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis zu einem meiner nächsten Projekte. Ciao.